Und damit herzlich willkommen hier zu Sunkenland nach sehr langer Zeit für uns, für euch nicht so. Für euch ist das eher übergreifend, aber für uns Ionen von Jahren sind vergangen. Echt so, wie viele Wochen waren das jetzt? Boah. Es waren schon drei, oder? Drei sind es schon gewesen, ja. Ja, ich glaube auch. Es war schon eine gute Zeit. Ja. Also, ja. es war schon eine gute Zeit, als wir uns nicht gehört haben. Ja, also es war schon mal schön, du. So. Schöner hätte man es nicht haben können, aber jetzt sitzen wir wieder leider zusammen, wa? Ja, jetzt sind wir wieder hier, du. Ja, war schon eine schöne Zeit, Penner. Das diskriminieren, Floki, lass sowas bitte, wenn wir aufnehmen. Wenn du mich schon beleidigst, dann bitte auf Mutterniveau. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das deiner Mutter antun möchte. Das weiß ich auch nicht. Boah. Also ich habe mich heute tatsächlich gar nicht so hier sitzen sehen, ne? Also nach dem Tag, den ich hatte, ist das schon eine Meisterleistung. Ich hab's rausgeschmeckt, ja. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich drauf eingehen soll oder ob ich sagen soll, Digga, komm, leg dich hin. Aber the show must go on, Floki, you know. Ja. Vor allem, weil ich momentan habe ich ja Frozenheim gestoppt, weil die Kampagne habe ich noch da für die letzte Kampagne, die ich aufgenommen habe, aber ich habe die nicht online, weil ich haust du gerade ab oder was? Ach so, nee, auf meiner Map wurde angezeigt, dass du abhaust. Ach so, nee, ich laufe hier gerade rum und loote. Weil, wo war ich denn jetzt? Ja, die Kampagne habe ich nicht beendet. Ne? Deswegen habe ich die nicht hochgeladen. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Rest da hoch. Naja, weil die letzten Stories sind auf Schwierigkeitsstufe schwer. Okay. Und mir ist schon bei Mittel und Leicht aufgefallen, dass die eigene KI manchmal sehr dumm ist. Und nicht das macht, was du möchtest, ne? Was ich eigentlich von anderen Spielen gewöhnt bin. Ja, also besonders bei Strategiespielen, finde ich's. Ja, und das hat mich so aufgeregt. Alter, das ist das erste Mal, dass ich seit langem mal wieder in einem Spiel Alt und F4 gedrückt habe. Krass, so heftig. Das hat mich so heftig aufgeregt, weil rein gar nichts funktioniert hat. Du musst dir vorstellen, du bist in der Mission oder in der Kampagne, bist du viel auf dem Wasser unterwegs. Das fand ich mega geil. Weil du hast die Chance, im RTS-Game, ne, im RTS, in der RTS-Strategie, hast du die Chance, dir Boote zu bauen und dann auf Inseln überzusetzen und die anzugreifen. Ja. Das kenne ich persönlich nur aus so Spielen wie Civilization oder also so rundenbasierte Spiele. Das war für mich persönlich. Oder ja, genau, Siedler zum Beispiel. Siedler, also Siedler genau. 1 und 2. Egal, erzähl weiter, sorry. Es war für mich so ein relativ neues Game-Feature, was ich sehr gefeiert habe. Aber in der Mission hatte ich dann endlich mal nach keine Ahnung, ich hab 2 Stunden dafür gegrindet, dass ich endlich mal eine Flotte aufbauen kann. Mhm. Und dann bin ich mit der Flotte losgefahren. Mhm. Und dann haben sich 3 Boote einfach festgebackt im Wasser. Die haben sich dann nicht mehr bewegt. Und, no way. Und dann kamen aus 2 Seiten feindliche Boote und haben die einfach komplett niedergesägt. Nein. Ja. Und dann dachte ich, okay, komm, ist jetzt scheiße gelaufen. Machst du es nochmal? Und es ist einfach nicht besser geworden. Ich habe am Ende auf Druck gerade so die Mission geschafft. Aber auch nur, weil ich dann gesagt habe, okay, fick alles. Ich stopf da jetzt alles rein, was ich habe. Und dann auf gut Glück gewinne ich oder gewinne ich nicht. Und dann die Kombination ansetzen. Fick alles, ich stopf da alles rein, was ich habe. Jetzt sollten wir das rausschneiden oder, zensieren. Nein, hier wird nichts zensiert. Ich benenne meinen Kanal um in Floki unzensiert. Floki unzensiert. Ja, das ist übrigens, so heiße ich auf OnlyFans. Da gibt es eigentlich gar nicht so lachen. Ja, nee, es war mein voller Ernst.
Ja, man muss ja schauen, wo das Geld herkommt. Ja, richtig. Vor allem in diesen unsicheren Zeiten. Ja, ja, voll. Ja. Gott, was ist da alles für Scheiße? Trink das mal. Nee, aber damit. Also, es wird halt nicht besser, ne? Weder von dir noch von mir. Die Null. Aber, Alter, ich hab dann sowas von alt und erviert danach, crazy, weil ich hatte echt keinen Bock mehr, danach weiter aufzunehmen, ne? Das hat mir so die Stimmung versaut. Obwohl ich am Anfang so drin war und so Bock hatte, aber ich glaube, ich werde es daraufhin nicht weiter aufnehmen, weil ich hätte jetzt noch 2 Kampagnen auf schwer. Mhm. Und dann gibt's noch einen versteckten Kampf. Also sozusagen ein Endgame. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch auf schwer sein oder auf extrem. Und wenn ich auf schwer meine eigenen Truppen nicht handeln kann, weil die dann immer irgendwo hinrennen, weil die dann automatisch irgendwas fokussen, was du nicht setzen kannst, ist das natürlich extrem unpraktisch, vor allem bei einem Strategiespiel. Das ist ja ungünstig. Ja, also I don't know. Boah, ich hatte noch kein Spiel, seitdem ich YouTube mache, wo ich gequittet habe. Aber ich muss gestehen, dass es bei Divine? Beyond Divinity ja. Geisteskrank knapp war. Also da habe ich mich wirklich durchgeplagt. Aber es war dann eher dieses, nee, ich lass mich von dir nicht besiegen. Das hat man in deinen Monatsvideos gerne mal rausgehört. Das war so frustrierend. Und das Ding ist, also ich habe das Spiel am Ende trotzdem in der Rezension empfohlen, weil ich mir bei manchen Dingen einfach nicht, also ein Feature geht einfach, glaube ich, nur mir auf den Sack. Ich kann mir vorstellen, dass das andere total toll finden, aber mir ist es auf den Sack gegangen. Ups. Und was war noch? Ich fahr mal zurück, gell, mein Inventar ist voll. Ja. Wow, Gott, hat das ein benennst du die Insel auch noch um? Ja, mache ich zum Schluss, wenn ich hier abhaue. Das Ding ist, die Story an sich ist nicht totaler Rotz. Definitiv nicht. Und es macht auch irgendwo Spaß, aber es ist unfassbar verbuggt. Und ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich weiß leider nicht, liegt es daran, dass diese Umsetzung auf die neuen Betriebssysteme einfach nicht funktioniert. Also war das Spiel maybe damals auf Windows XP super flüssig und ohne Probleme und ist jetzt halt bei Windows 10 super buggy. Mhm. Und das weiß ich leider einfach nicht. Und deswegen, ich will ungern dem Spiel eine krass schlechte Bewertung geben, wenn ich nicht weiß, ob es vielleicht einfach ein technischer Grund ist, den ich noch nicht begriffen habe. Ja, ich habe auch so ältere Spiele auf dem Plan oder wo ich einfach mal wieder gerne reingucken wollte, aber wo ich mir halt unsicher bin, ob das überhaupt noch so technisch klappt, weißt du, weil so Windows XP ist halt schon eine Weile her. Ich habe tatsächlich einen virtuellen PC. Kennst du es, die VirtualBox? Erzähl mal. Boah, das wäre, glaube ich, was für dich. Das heißt irgendwie VirtualBox. Ich glaube, das heißt einfach nur so. Und da kannst du quasi so eine Art, boah, wie erklärt man das? PC im PC aufsetzen. Du tust so einen Teil von deinem Speicherplatz verschieben auf eine externe, interne Festplatte und fakest dort das Betriebssystem von einem anderen Windows. Zum Beispiel kannst du auch von Linux machen oder so. Und dann musst du halt diese VirtualBox öffnen und kannst dann Windows starten und plötzlich nutzt du halt wieder Windows XP. Ah. Ist natürlich, das ist, also ich habe es auch noch nicht ganz durchgestiegen und bei mir läuft es auch noch nicht flüssig. Ich habe das mal gemacht, weil ich wollte ein Spiel zocken, das bei mir einfach nicht funktioniert hat. Ich glaube, es war Lemminge. Die alten Lemminge-Teile. Und es ist super, super komplex und es gibt auch unglaublich viele Videos dazu. Aber ich glaube, dich könnte sowas schon interessieren. Ist ja doch irgendwie so ein Technik-Geek, oder? Ja, es hat sich über die Jahre extrem runtergeschraubt, muss ich sagen. Ich war da mal into, was jetzt momentan so abgeht, frag mich lieber nicht. Ich bin da not a professional auf dem Gebiet. Ich bin da nicht not a professional auf dem Gebiet, alles klar, Floki. Ja, I'm not the yellow from the egg. Ja, Gesundheit. Das Thema. I'm not the yellow from the egg. Der geht immer. Ja, yeah, it's a classic. Gute, ist es nicht der Lothar Matthäus, der das gesagt hat? Ja, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr, den kenne ich nicht. Wer ist Lothar Matthäus? Ist er nicht schon tot?
Ja, moin. Apropos Lothar Matthäus, schaust du Fußball? Nein. Nein, okay. Ich habe damals sehr gerne immer mal, vor allem jetzt in die EM, WM, alles Größere habe ich gerne reingeschaut. Ich habe ja damals, war ich auch in Verein unterwegs. Im Volleyballverein? Nee, schon Fußball, aber ja, keine Ahnung. Da, und bei mir war ich dann raus, als alle nur gefühlt, ich war wahrscheinlich auch im falschen Team, aber jeder wollte Erfolg haben und jeder hat dem einen nichts gegönnt und keine Ahnung. Ich wollte einfach nur saufen. Und ich wollte einfach nur saufen. Nee, ich wollte einfach nur spielen. So, und keine Ahnung, damit ist das Interesse an Fußball komplett entwichen, weil, keine Ahnung. Und jetzt darfst du mal zusätzlich von der UEFA und Co. noch so mitbekommt. I don't know. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. So, ist es dieses, sag ich mal, trotzige, klingt so böse, dieses, ich boykottiere das jetzt. Nee, nicht mal. Also es ist wirklich, also wenn ich mich dafür interessieren würde, dann würde ich mich wahrscheinlich dazu aufringen, mich das dann zu boykottieren. Das ist sehr gut möglich, ja. Das will ich nicht verneinen. Aber so sage ich jetzt so schon allein aus reinem Interesse her, juckt mich nicht. Aber ich finde es halt einfach nur scheiße, was da abgeht. Ja. Vor allem auch, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Fans von diversen Vereinen sich da auch gerne mal drüber aufregen. Weil ich finde, es geht nicht mehr wirklich um den Sport, sondern einfach nur um den Kommerz. Um Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ich bin da voll bei dir. Ich habe mein Interesse, also ich schaue's, ich schaue die EM und ich merke, wie ich mich innerlich freue, wenn Deutschland gewinnt, aber ich sitze jetzt nicht mehr da und fieber mit. Ja. So, sondern ich schaue es so nebenbei an, ich lasse es nebenbei laufen und so. So sieht es dann bei mir primär aus. Es ist so ein bisschen schade eigentlich, weil ich habe ja selber 14 Jahre Fußball gespielt und es hat mir auch ultra geholfen in meiner Jugend. Also wirklich unfassbar geholfen. Aber ja, ich bin da deiner Meinung. Also was da so besonders geldtechnisch abläuft, hat mittlerweile keine Balance mehr. Mhm. Und was ich so wild finde, ist, das ist ein polarisierendes Thema, aber wie naiv meiner Meinung nach viele Fußballfans sind. Also ich weiß noch, wie das Thema mit Katar aufkam und dann kam ja die Binde und alles und es wurde unglaublich viel diskutiert und geschrieben, jetzt lasst doch mal die Politik weg und konzentriert euch auf den Sport. Und ich glaube, oder was heißt ich glaube, ich verwette meinen Arsch darauf, Fußball ist der mit Abstand politischste Sport der Welt, wo die Politik am meisten mitzuquatschen hat. Das ist meine Meinung dazu. Bin mir da 100% sicher. Was meinst du mit mitzuquatschen? Was meinst du mit mitzuquatschen? Also sich einkaufen und Co. meinst du jetzt? Ja. So als Beispiel Katar, bestes Beispiel? Definitiv Katar. Ja. Es gibt eine unfassbar gute WDR-Dokumentation, ein Vierteiler über diese WM, wo es Treffen gab zwischen Macron, dem damaligen Präsident von Frankreich, und dem Platini, der damals noch Chef der UEFA war, glaube ich, und wo Platini fast genötigt wurde dazu, seine Stimme Katar zu geben, obwohl er das nicht wollte. Und Macron eben anscheinend meinte, ja, das wird halt auch für Frankreich große Vorteile bringen, wenn wir das tun. Und da merkst du halt, ja, da steckt so viel dahinter, was du halt natürlich nicht mitbekommst und vielleicht auch nicht mitbekommen willst. Und ich verstehe jeden, der sagt, boah, ich will das nicht mitbekommen, weil Sport ist für mich Sport und ich würde gerne nur das. Und dann ist es in Ordnung, aber ja, es ist schon schwierig geworden. Es ist ja bei manchen, aber das ist für mich allgemein auch bei, nicht nur bei Sport schwierig geworden, sondern auch bei Künstlern. So, okay. Ich war damals auch immer so der Meinung, ja, okay, man kann das eine ja vom anderen trennen, aber damit kann ich nicht mehr so in eins gehen. Also ich
Selbst wenn ich das zum Beispiel zu Musik gerne hören würde, kann ich es nicht mehr genießen und dann höre ich schon automatisch nicht mehr weiter. Ich bin auf dem Heimweg gerade. Alles gut, ja, aber pass auf, gell, die sind ja super stark. Naja, werd eh sterben. Alter, ich habe ja gar. Boah, ich habe gar keine. Ach, ich habe dir meine ganzen Tabletten gegeben. Okay. Ja, gut, dass ich. Ja, stimmt, du hast mir am Ende geholfen. Ja, ja, wir waren alle kurz vorm Verrecken, deswegen. Okay, jetzt pass auf, das muss ich jetzt irgendwie anders lösen. Wir haben ja zum Glück genug zum Essen. Gib mir mal. So. Waffe habe ich noch? Ja. Okay. Ah. Home sweet home. Okay, ich habe noch keine deiner Fallen. Was machen sie? Ja, ich glaube, die werden eh nicht funktionieren. Da bin ich relativ pessimistisch unterwegs. Das habe ich bei den letzten Aufnahmen schon gemerkt. Ja, ja, ja. Boah, Alter, die haben meine View. Jungs, Jungs, ganz ruhig jetzt. Jetzt gut. Eieiei. Ihr müsst mich schon auch mal nachladen lassen, ne? Irgendwo muss ja auch eine gewisse Fairness geboten werden hier. Aber mit der Fallenmauer drumherum sieht das schon cool aus. Ja. Aber trotzdem glaube ich, wir haben jetzt eingeschränktere Sicht. Meinst du? Oh, da ist ein Baumstamm runtergefallen. Und du bist tot. Nee, von der Falle halt, ne? Ja, ja, schon klar, aber am Ende hat er dich gekillt, so. Nee. Aber ich glaube, es hat keinen Schaden. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass jemand gestorben ist. Sag mal, hast du hier schon so viele gekillt? Nee, gar nicht. Mit waren das die Baumstämme doch? Digga, hier liegen... Scheiße, ich muss echt aufhören. Hier liegen 5 Tote. Ja, dann war das der Baumstamm gewesen. Oder die Baumstämme. Ui, da hier liegen richtig viel Tote. Ja. Also, siehst du die ganzen Leichen hier? Ich habe 2 von denen gekillt. Erforderlich Holzplanke. Okay. Dann sind die doch effektiv. Also die Dinger haben mindestens 5, wenn nicht sogar 6 von denen umgerollt. Haha, okay. Du wurdest Lügen gestraft, mein lieber Floke. Ja, okay. Vielleicht bin ich manchmal zu pessimistisch. Lass mich in Ruhe. Das ist dieser deutsche Zweckpessimist. Ja, ja, einfach aus Trotz. Nee, das sehe ich so nicht. Das kann nicht funktionieren. Das Ding ist ja so, wenn es dann wirklich nicht funktioniert, kannst du ja sagen, ja, ich hab's ja gesagt. Aber wenn es funktioniert, freust du dich trotzdem, weil es hat ja was gebracht. So, das ist deutscher Zweckpessimismus. Ja, ja. Das ist zum Beispiel mein Dad. Boah, wie alt ist der mittlerweile? Ja, seit circa 65 Jahren. Mein Dad bei Fußball. Ich glaube, es gab noch kein, weil ich bin ja durch meinen Dad an Fußball gekommen und so, es gab noch kein Bayern-Spiel oder Fußballspiel oder der Deutschland-Spiel, wo er gemeint hat, dass die Bayern gewinnen. So. Das ist aber schon, also das ist ja extra large Pessimismus. Ja, voll. Ja. Das ist ja letzte Stufe überhaupt. Also. Ja, was für ein Abfall. Deswegen bin ich Fan. Boah, fuck, Alter. Ich bin schon wieder nur am Einsortieren. Schon wieder 20 Minuten vorbei. Ah ja, das Fußballthema. Ja, es ist spannend. Kann man so sagen. Warum haben wir denn, wieso ausschalten? Was ist das hier unten? Wieso ist hier eine Lampe? Hä? Die wirst schon du irgendwo dahin gepfeffert haben. Oder habe ich wieder irgendwas... Okay, alles, was Deko angeht. Nee. Jetzt komm ich nicht so. Nee, komm mal her, komm mal zum Loch. Was? Ja, hier zum Eingangsloch. Ach so. Okay. Ja? Hast du eine Treppe vor dir? Jetzt hab ich nicht. Da war keine Treppe. Leiter? Hast du hier eine Leiter, wo du hoch kannst? Oder wie kommst du da hoch? Ja, ich gehe die Leiter hoch. Ja, bei mir wurde die Leiter mal wieder durch ein Objekt ersetzt. Bei mir ist da eine Scheißlampe. Wie wir beide so einfach immer so unsere Probleme haben mit dem Login. Also hier direkt ist, also hier ist alles normal und hier ist die Leiter zum Hochgehen. Er geht da einfach hoch, Mann. Hör doch auf! So. Ich bin nicht dumm. Wie komme ich denn da jetzt hoch?
Ja, gib dein Bestes. Bau eine neue Leiter. Aha. Ah, baue ich halt eine neue Leiter. Oh, funktioniert sogar. Floki, eine Frage. Ja. Kann es sein, ohne Vorwürfe zu machen, kann es sein, dass du sehr, sehr viel gegessen hast von unseren Vorräten? Warum oder ich? Gehen die wirklich so heftig zur Neige? Ich finde schon, dass sie schnell zur Neige gehen. Okay, wild. Ja, ich werde demnächst auf jeden Fall nochmal zu unserer guten Händlerin fahren, weil wir brauchen dringend Antibiotika. Mhm. Wir haben keine Antibiotika mehr. Nee. Das ist wild. Weil wir haben jetzt so viel gekämpft, dass wir quasi all unsere Vorräte aufgebraucht haben. Ja, stimmt schon. Wir sind immer relativ schnell wieder in den Kampf gegangen. Ja. Ja. Ja, ja. So ist Schläbe, wie der Schwäbe sagt. So ist Schläbe. Oh, scheiße. Jetzt ist schon wieder... Verdammt. Verdammt, das Schloss ist eingeschnappt. Okay. Ja, war gar nicht lustig. Nee. Okay. Waffen. Was ist denn jetzt? Alter, ja, ist nicht lustig. Nee. So. Du hast schon das Manitou, oder? Ja, ja. Wo ihm doch der Stein auf den Kopf fällt und er versucht. Verdammtes Schloss, ist eingeschnappt. Ich finde das schon sehr geil. Ist aber auch Gold. Ja, ja. Choose Mine Tool ist einfach grandios. Oh, okay. Ich habe 2 Verbände noch. Das ist auch nicht so viel. Boah, Freunde der Nacht, ey. Hier sieht's aus wie bei den Hottentotten. Bei den Hottentotten? Wie beim Hempel unterm Sofa, ey. Wer ist das? Kennst du den nicht? Nee, hab ich noch nie getroffen. Dirk Hempel? Nee. Oder Dirk, glaube ich, heißt der. Es gab, oder ich weiß gar nicht, von wo das genau herkommt, aber es gab mal so einen Song. So irgendwie so, es war einmal unter dem Sofa von Dirk Hempel. Und ein Kakerlakentempel. Und dann geht es um so bekiffte Kakerlaken. weil Dirk Hempel halt anders da viel kifft. Und dann fallen halt immer wieder so ein paar Bröckchen runter. Und das geben sich die Kakerlaken. Und der Refrain ist immer so: weil die dann halt immer übelst breit sind. So ein Scheiß. Boah, weißt du, was uns wirklich ausgeht, Digga? Ladefläche. Ladefläche? Ja. Das ist richtig crazy. Noch mal bei einer Spedition anrufen, wa? So ein Beuropaletten hier. Oh, Beuropaletten abgegeben, aber isst zu viel davon. Kriegst auch eh nicht los. Was? Du isst zu viel davon? Nee, die haben eh zu viel davon. Ach so. Kriegen sie doch eh nicht los. Ich hab verstanden, du isst zu viel davon. An den Europaletten. Ja, sicher. Was? Einsteckhemd? Wald? Warum ist da noch Hose ab? Was? Ich hab hier eine Hose. Ja. Die heißt Einsteckhemd Wald. Mhm. Will ich nur mal erwähnt haben. Einsteckwald. Nein, Einsteckhemd Wald heißt die Hose. So, ich habe jetzt auch mal einen Beitrag geleistet zur Dekoration. Oh Gott. Oh Gott. Axel, dürfen wir das auf dem Kanal zeigen? Nein. Hä? Nicht, dass die Leute Augenkrebs bekommen. Kriegen sie safe bei unserem Gameplay? Ja, also da ist Ohrenkrebs auf jeden Fall dabei. Boah, Ohrenkrebs, aber das ist einfach inclusive. Ja. Das ist das All-Inclusive-Paket. Das All-Inclusive-Paket. Ja, so wisst ihr, bei anderen muss man nein. Was ist das heute? Ich weiß nicht. Was ist heute los? Also ich kann es auf meine Müdigkeit schieben. Was ja, hast du für eine Ausrede? Ich bin ich?
Ja, okay. Oh Gott sei Dank, das war einfach. Wir haben keine Lagerkapazität mehr. Das habe ich gerade eben gesagt, du Otto. Nein, nein, du hast Ladekapazität gesagt. Lager. Okay, ich muss mal kurz schauen. So, aha. Das geht alles nicht, das ist scheiße. Ja, weil wir haben ja einen Haufen Zeug eigentlich da. Aber ich sollte auf jeden Fall, naja, wir haben ja unten diese vorübergehenden Kisten, gell, am Strand. Ja. Ja. Bleibt dir die Luft weg, wenn du dran denkst, oder wie? Ja. Ey, du könntest, na, nee. Boah, ich bin dumm heute. Nicht nur heute, aber das ist ja... Ich wollte es gerade anmerken. Ja. Wo hab ich denn die Waffen jetzt hingetan, Mann? Sag mal jetzt. Waffenteile. Komm. Pack das jetzt einfach hier rein. So. Okay. Mal schauen, wie ich das halbwegs hinbekomme. Zack, 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 zack. Weil am besten verkaufen sich halt diese Blaupausen, gell? Und da wir momentan immer mal wieder doppelt bekommen, ist das gar nicht so schlecht für aber ich weiß halt nicht, ne, wegen, ob es sich überhaupt lohnt. Was für doppelt? Ich krieg ungefähr, ich zerlege ja die ganzen Waffen. Ah, stimmt, ja, dadurch auch noch. Ich verkaufe ungefähr von den Dingern bei jedem Mal hinfahren 60 von den Blaupausen, weil da immer dieselben Dinger rauskommen. Ja, Roffel. Ja, lol. Lol. Ah. Logi, ich muss schon sagen, du bist aber irgendwie schon auch so ein schlechter YouTube-Buddy. Warum? Weil ich nie was poste? Hä? Was? Na, Twitter oder ist das denn nicht Twitter? Alter, wirklich, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt auf Twitter oder X überhaupt noch was poste. Das ist so dumm, Ich nutze das alles gar nicht, ne? Es ist so, also ich nutze den Community-Bereich von YouTube. Ich glaube, es ist auch. Ich glaube wirklich, dass es Glühe. Was ich jetzt gerade sagen wollte. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das von dir erwartet habe, aber ich dachte so, dass du irgendwas zu meinem Jubiläum sagst. Jetzt rattert's. Ich höre es bis hier rüber. Zu deinem 800er ja, Jubiläum? Digga. Ja. Das interessiert mich ein Scheiß. Ich hatte letztens geguckt, da warst du kurz davor. Ich weiß schon, es ging auch eine Zeit lang auf und ab. Also es hat sich immer so... An deinem letzten Monatsvideo warst du bei... Boah, weiß ich gar nicht. Da warst du kurz davor. Und dann hatte ich ja vor 2 Tagen, ne, wo ich Ehrenkaiser runtergeschrieben habe. Nee, bei meinem letzten Monatsvideo war ich nicht kurz davor. Da war ich irgendwie bei, keine Ahnung, 760 oder 70. Ja, 60 sowas. Meinst du? Ja. War das nicht 780? Mm-mm. Okay. Ja, aber das ging schnell bei dir. Das letzte, was ich mitgesehen habe, war 792. Ja. Die Zahl hatte ich im Kopf. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ne, wenn ich singen könnte, würde ich singen, aber ich sag jetzt einfach mal, alles Gute. Alles so. Cool, ne? Bleib wie du bist. Bleib wie du bist. Krapf nur. Schöner Teufel. Danke dir. Halt die Vase fest, jetzt wird gepoltert. Ja, Mann. Meld dich aber nicht bei mir. Okay, Freunde. Ja, und jetzt? Nichts. Irgendwie fühle ich mich jetzt bescheuert, weil ich es gesagt habe. Ich meine, Next Step wäre ja, also für YouTube, Next Step wäre ja 1000, oder? Erst dann kannst du Werbung schalten oder oder du verdienst durch, also Werbung ist ja sowieso da, aber du verdienst dann was an Werbung, oder? Werbung ist keine da. Werbung ist keine da? Nee. Also, okay. Das würde mich jetzt sehr irritieren.
Weil das ist ja der Clou eben dran, dass keine Werbung geschaltet wird. Ah, ja, keine Ahnung. Ich guck so selten YouTube. Und wenn ich gucke, dann habe ich meist Werbung drin. Stimmt, bei dir kommt nie Werbung. Ja, jetzt wo du es erwähnst. Ja, schon recht. Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Mhm. Du hast mich zwar jetzt so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, aber eigentlich bin ich mir sicher. Boah, 30 Minuten. Oh, scheiße. Das gibt's ja nicht. Ich habe jetzt aber die letzten 10 Minuten auch so verwirrt wie so ein alter Mann, bin ich hin und her gelaufen, in 80 Kisten rumgewühlt, immer mal wieder was übersehen, dann wieder reingepackt. Also, ja, wir haben auch schon wieder so viel Stuff. Ja, viel zu viel. Ich glaube, wir brauchen mal so ein Lager, ne? Langsam. Ja, wir brauchen so ein richtig großes Lager, also wirklich, wo alles drin ist. So momentan rennen wir immer wie aufgescheuchte Hühner hin und her. Ja, ich hatte ja eh vor, den unteren Part umzubauen, wenn ich hier oben mal ausgebaut habe. Dann okay. Wird unten Lager und Werkstatt. Und oben wird dann, kommt dann das Wohnzimmer und so rein. Und ganz oben, ja, weiß ich noch nicht. Weißt du denn schon, wann ganz oben ist? Wann ganz oben ist? Ja. Nee. just in Planung. Okay, fair enough. Ja gut, dann verlasse ich euch jetzt hier mit meinem schlechten Denglisch. Ja, wir verlassen unsere... Werden wir schon wieder angegriffen? Nee, schon. Ihr habt ihr den Rücken geschossen, du Schwein! Ja gut, Freunde, dann sehen wir uns übermorgen wieder, ne? Zu Sunken Land. Wir freuen uns. Jawohl, ja. Haust rein, Glück allein. Ciao, ciao! Tschö, mitte! Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass uns die digitale Welt zerreißt, sie uns einsaugt, uns aufnimmt und paralysiert, bis wir wieder lost sind und sie uns isolieren. Sagst du, wenn wir warst, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn du mich suchst, werde ich hier sein in meinem Areal. Halt die Ohren steif, ich wünsch dir alles Gute, das Video ist hier vorbei, ich halt jetzt meine Stute.